Morgen. Wir haben jetzt in der Bregenzer Hütte übernachtet. War sehr schön. Gastfreundschaft 1A können wir nur weiterempfehlen. Also wir sind um 9:30 erst angekommen und wurden dann noch bekocht und durften Wasserflaschen auffüllen. Und also lohnt sich. Bregenzer Hütte, Geheimtipp. War auch nicht teuer. Und Frühstück war super. Ja, also wie gesagt, sehr nette Betreiber. Man kann überhaupt sagen, im Vorarlberg, also alle Leute waren da eigentlich sehr nett und haben uns Auskunft gegeben. Sehr freundlich. Also wir haben keine negativen Erfahrungen gemacht mit den Leuten aus dem Ländle. Und wer gern wandert im Sommer oder halt gern Ski fährt im Winter, da ist Vorarlberg sicher die richtige Stelle. Wir brechen jetzt auf nach Dornbirn. Wir haben uns sagen lassen, ungefähr 3 Stunden werden wir von da gehen. Wir gehen dann, also kommen dann in Kelleb rein und werden dann Richtung Bahnhof durch die Stadt. Und wie immer, sehr schöne Gegend hier und kann nur sagen, Bregenzer Hütte zahlt sich aus. Wir wandern jetzt einmal ein bisschen. Das Wetter soll heute heiß werden. Ich habe mir eh schon meine Wadenbeine immer aufgebrannt. Die haben wir jetzt noch versorgt. Ich werde halt, so wie gestern, meine Hosenbeine nicht abzippen, sondern einfach geschützt lassen. Und da biegen wir jetzt ab zur, wie heißt's? Schwentalpe, Hochelpele Hütte. So, ein bisschen lasse ich euch noch mitschauen und dann werde ich wieder abdrehen. Opa! Weil, ja, ihr wisst, die Action-Cams verbrauchen schnell Akku. Außerdem wird mir die Booster schnell ausgehen, wenn ich die ganze Zeit laber. Na, es war sehr schön. Wir sind jetzt dann den 5. Tag unterwegs, ohne Anreise, mit Anreise 6 Tage. Und wir freuen uns aber auch schon wieder, wenn wir zu Hause sind. Oder Thomas? So, aufpassen, Stufen, oppa, oppa. Es ist eh, ich hätte eigentlich vom Weg, hätte ich euch gern mehr zeigt. Aber wie gesagt, meine Kopfhalterung, die war nicht so zum Fixieren. Die hat sich immer wieder gelockert. Und wahrscheinlich ist es eh viel zu holprig für euch und euch würde nur schlecht werden. Deshalb gab es immer die Videos, wenn wir wo gerade aufgestiegen sind, gerastet haben, opa, oder kurz vor einem Abstieg waren oder irgendwo halt, wo wir eine schöne Aussicht gehabt haben. So, da mir das jetzt zu mühsam wird, schalte ich wieder ab und melde mich später. Eine schöne Aussicht. So, ich gehe mal weiter, Thomas. So, ihr seht es da wieder. Holprig. Jetzt geht es bergab. Von nun an ging es bergab. Bergab ist zwar für meine Knie und ich glaube auch muskulär anstrengender als bergauf, weil der Körper immer wieder abgefedert werden muss. Aber mit dem Gepäck, muss ich ehrlich sagen, gehe ich es lieber als bergauf. Aber es ist einfach schön. Heute geht es wieder nach Wien. Und
Dann wieder mal daheim heiß gebadet. Von gestern und diesen 1100 Metern Höhenmeter, also 1100 Meter, die mal aufgestiegen sind. Das war der höchste Punkt. Insgesamt waren es laut einer App 1600 Höhenmeter, die wir über den Tag aufgestiegen sind. Abstieg weiß ich jetzt nicht auswendig, wie viel Meter, aber am Ende war es so, dass wir dachten, die Weißen Flualpe, wo man auch noch ein schönes Stück bergauf geben muss, ist schon die Bregenzer Hütte. Und in der Mitte beim Aufstieg bin ich drauf gekommen, nein, das ist sie nicht. Und es ist noch ein Kilometer entfernt. Dann sind wir schon nervös geworden, weil wir nicht wussten, kriegen wir eine Übernachtung, kriegen wir keine. Natürlich Handyempfang, wie so oft, auf Null. Und noch ein guter Tipp, das hat mir jetzt der Kurt von der Bregenzhütte gesagt, in die Berge da in der Umgebung ist es so, dass man oft im Schweizer Netz das Handy sich automatisch verbindet und einwählt. Und da kostet Megabyte 15 Euro. Also bei der Gewieser Alpe hat sich mein Handy, weil ich eingestellt hatte, Netzbetreiber automatisch der Beste, hat sich auch eingewählt. Dann bekam ich auf einmal Empfang. WhatsApp hat sich synchronisiert und dann bekam ich ungefähr 6 SMS hintereinander mit: Sie haben ein Guthaben unter 2 Euro. Wir haben von Ihrer Kreditkarte 5 Euro abgebucht. Das Ganze war dann noch einmal und ich hatte so wenig Empfang. Ich wollte das über die Betreiber-App ändern, konnte aber die App nicht laden. Und im Endeffekt konnte ich nur die mobilen Daten abdrehen und einstellen dann, dass ich nur mit meinem Betreiber, mit HOT verbunden werden möchte. Und ja, der Spaß hat mich 35 Euro gekostet für ein paar WhatsApp-Nachrichten, die mich in dem Moment nicht interessiert hatten. Und ja, waren teure Nachrichten. So, da geht es jetzt Stufen bergab. Ich hoffe, ihr seht das. So, und ich packe wieder ein. Bis nachher. Ihr bekommt jetzt noch Tipps von uns, die auf unseren eigenen Erfahrungen beruhen. Wenn ihr weit wandert, erstens, es ist immer gut, wenn ihr von Hütte zu Hütte plant. Mit Übernachtung, ich würde euch empfehlen, zu reservieren, damit ihr ein eigenes Zimmer bekommt. Ansonsten zufrieden geben, dass ihr halt mit 10 Leuten in einem Bettenlager schlaft. Das gibt euch den Vorteil, dass euer Gepäck leichter wird. Weil, so wie wir gewandert sind mit über 20 Kilo am Rücken, macht es einfach bergauf nach einer Zeit nicht mehr Spaß. Und man ist viel, viel langsamer. Tipp 2, immer was gegen den Regen und für die Sonne, gegen die Sonne mithaben. Was Langärmliches, Sonnencreme, Lippenbalsam ist wichtig. Oder der Thomas, der hat da einen guten Trick, der ist ein heller Hautton. Was ist dein Trick, Thomas? Mein Tipp ist, dass man, wenn man sehr gefährdet ist, so wie ich, bin ein heller Hauttyp, dass man sich, vor allem ist man geneigt, dass man hinten einen Sonnenbrand kriegt, beim Nackenbereich, setzt man dann immer, wenn die Sonnenstrahlung hoch ist, setze ich mir immer ein, schaut zwar komisch aus, setze ich mir immer ein Taschentuch auf und lasse so herunterhängen. Ein Stofftaschentuch, oder? Stofftaschentuch, ja. Und vor allem eine Schutzcreme mit einem hohen Schutzfaktor. Ich nehme immer 50 und langärmliche. Bis euch. Servus. Du nimmst langes Leiberl, Schutzkleidung. Lange Ärmel, Schutzkleidung, damit die Hände bedeckt sind und
vor allem der Nacken. Ganz wichtig. Und Sonnenbrille. Genau, Sonnenbrille ist auch ein guter Tipp. Eine Kappe oder einen Hut kann auch nicht schaden, weil die Sonne ist einfach in solchen Höhen viel aggressiver. Wie gesagt, ich habe mir mein Fenistil gegen einen Sonnenbrand, ist auch ganz gut. Also meine Wadenbeine sind aufgebrannt, mit Fenistil ist schon einiges erträglicher. Was haben wir noch für Tipps? Unbedingt Bergschuhe oder halt das geeignete Schuhwerk und davor eingehen. Keine neuen Socken, Socken auch eingehen. Wir haben Merino-Wollsocken an, die gepolstert sind. Bei der ganzen Wanderung habe ich genau zwei Blasen, die sind entstanden in den ersten zwei Stunden, als ich gespürt habe, dass eine Blase entsteht, war es schon zu spät. Blasenpflaster drauf, ganz gut, hilft. Die Füße vorher einschmieren mit Hirschstalk, ganz, also, oder irgendeinem Fett, Melkfett, richtig dick einschmieren, dass man eine richtige Schutzschicht hat, die die Hitze aufnimmt, beziehungsweise bei Reibung gar keine Hitze entsteht. Wanderstöcke sind auch ganz gut für den Aufstieg überhaupt. Es lohnt sich, in ultraleicht Ausrüstung zu investieren. Also gestern, als wir die 1100 Höhenmeter aufgestiegen sind, über den ganzen Tag waren es 1600, wäre man mit ultraleicht wahrscheinlich besser gewesen. Ja, grüß euch, ihr Ziegen. Ja, grüß euch. Schaut, die kackt sich an, wenn es uns sieht. Servus. Nächster Tipp. Genug Wasser einstecken. Ihr braucht das. Im Gebirge, so wie wir jetzt unterwegs sind, findet man eigentlich ja, alle 1,5 Stunden findet man irgendwo eine Quelle oder auch eine Tränke. Bei einer Tränke halt ist es besser, wenn man es aus der Leitung nimmt, das Wasser, und nicht in den Bottich eintaucht. Aber zur Not kann man auch im Bottich eintauchen. Mehrtägige Wanderung ist immer gut, wenn man auch eine Kochmöglichkeit hat, damit man eben die Nahrung, wir hatten eben so Instant-Sachen, Instant-Nudeln und somit. In dem einen Video habt ihr eh gesehen, dass ich mir eine Suppe, so einen Eintopf gekocht habe. Was Warmes ist immer gut. Das Zelt, was wir mit hatten, das Zwei-Mann-Zelt, mit den Rucksäcken ist es einfach zu klein. Wir hatten das Problem, dass unsere Sachen komplett nass waren und somit mussten die Rucksäcke im Vorzelt gelagert werden, aber im Vorzelt war nicht genug Platz. Das hat uns das Zelt noch mehr verkleinert und es war sehr eng. Eine gute Isomatte, einen Schlafsack, also wir hatten einen 4-Jahreszeiten Schlafsack mit, wahrscheinlich war der, also wäre ein leichter Rauch gegangen. Da wir aber komplett nass waren, waren wir froh darüber, dass wir einen warmen Schlafsack hatten. Was kann man noch für Tipps geben, Thomas? Schokolade. Am besten, also ich empfehle Snickers oder irgendwas, wo Erdnüsse, Nüsse, Nussini drin sind, weil die geben Kohlenhydrate, sind zwar ja, sind halt. Belohnungsfaktor ist auch dabei. Genau, Belohnungsfaktor. Faktor. Während der Wanderschaft Schokolade belohnen. Genau. Belohnung während der Wanderschaft. Und das pusht halt die Kohlenhydrate kurzfristig zumindest in die Höhe. Da ist der Traubenzucker auch ganz gut. Nur der Traubenzucker ist halt gleich wieder abgebaut. Bei einem Snickers hat man was im Magen und auch das ja, Hungergefühl ist zumindest kurz weg. Und der Körper kann verarbeiten. Durch die Erdnüsse haben wir Eiweiß auch noch.
und Powerbanks für die Elektrogeräte, falls man hat oder falls man überhaupt braucht, würde ich empfehlen. Sollte man mit GPS-Gerät wandern, immer eine Powerbank zum Aufladen auch mithaben, weil ohne GPS oder Kompass so und Karte, so wie ich meinen Kompass verloren habe, das dauert halt immer lange, wenn man überlegen muss, bin ich richtig, wie steht die Sonne, wie wird die Sonne wandern, wo ist Westen. Zu Mittag ist es sehr einfach mit Süden, aber nachher dann um 15 Uhr, dann kann man ja kann man die Richtung schon feststellen, aber halt dann nur mehr ungefähr. Eine Kopflampe darf auch nicht fehlen und Regensachen auf jeden Fall, also eine Regenjacke und für den Rucksack zum Abdecken. In den Bergen, wir haben das jetzt jeden Tag erlebt, dass wir ungefähr dreimal die Regenjacke anziehen mussten. Im besten Fall war es nach 2 Minuten wieder vorbei. Im schlechtesten Fall, so wie wir im Zelt übernachten haben müssen, waren wir pfletschnass. Und da waren wir das erste Mal und das einzige Mal eigentlich froh, dass wir so viel Gerümpel mit hatten, weil sobald das Zelt aufgebaut war, draußen hat es 10, 11 Grad und drinnen haben wir dann die Jägerheizung benutzt, einen Topf mit Teekerzen rein und konnten dann auf 16 Grad aufheizen. Hat funktioniert. Einschlafen darf man dann nicht, weil sobald man die Kerzen umstößt, ist natürlich also steigt die Brandgefahr. Ja, das war es eigentlich, glaube ich, im Großen und Ganzen. Die Zipphosen sind auch praktisch. Will man kurze Hose, zippt man die Beine ab. Braucht man es lang, zippt man es wieder dran und muss nicht extra 2 Hosen mitnehmen. Schaut eher beim Gewand, dass ihr auch da eher qualitative Sachen nehmt. Merino-Leiberl oder eben Techfit-Leiberl, so wie es ich habe, die einfach den Schweiß schnell abgeben. Und komischerweise, also ich habe jetzt auch das erste Mal teure Leiberln, also teure Leiberln, zwischen 70 und 100 Euro haben meine Leiberln gekostet in der Anschaffung. Und ich sage mal, 2 Tage kann man sie nutzen, ohne dass sie furchtbar stinken. Bei billigeren Polyester Leiberl hatte ich eher das Gefühl, dass ja nach wenigen Stunden schon anfangen zum Stinken, wenn man reingeschwitzt hat. Ja, wenn man eine Sonnencreme einsteckt, wäre es auch vielleicht gut, wenn man eine Aftersun hat, einfach damit sich die Haut erholen kann. Und was ich auch beim nächsten Mal mitnehmen werde, ist ein Lippenbalsam. Also meine Lippen sind richtig aufgesprungen und ja, spröde. Und ich glaube, wenn ich jetzt noch 2, 3 Tage weitergewandert wäre, dann hätte ich ein richtiges Problem mit den Lippen. Wie ihr auf dem Video seht, ich habe meinen Rasierer gespart, hätte aber eigentlich einfach nur so einen billigen Rasierer, so einen Bic-Rasierer oder mit 2, 3 Klingen hätte schon gereicht. Und man kann es ja mit der normalen Seife, kann man sich ja auch rasieren. Man braucht dann nicht extra den Rasierschaum. Und wenn man öffentlich unterwegs ist, haben wir dann noch so ein Reisedeo. Weil wenn wir uns dann in den Zug setzen, haben wir halt den Vorteil, ja, die Leute werden sich denken, pfah, was stinkt da, und werden sich weiter wegsetzen. Aber ja, die Entscheidung lasse ich bei euch, ob ihr das so, ob ihr sagt, ja, ich stink lieber und habe einen Platz und falle unangenehm bei den Leuten auf. Oder ja, ich möchte, dass sich jemand zu mir setzt. Oder sagen wir so, ich möchte, dass sich jemand zu mir setzen kann, ohne dass er mal gleich in die Schoß erbricht vom Gestank. Und was sich auch bewährt hat, ist, das spart ja aber auch euch, wenn ihr von Hütte zu Hütte wandert, dass ihr Batschen oder so mitnehmt. Weil den ganzen Tag in den schweren Bergschuhen und nachher dann ist schon ganz gut, wenn man in andere
Schuhe oder Schlapfen reinschlupfen kann. Einfach damit das Fußbett anders belastet wird und in unserem Fall Sandalen, damit ein bisschen Luft auch dazu kommt, weil in den Bergschuhen mit den dicken Merino-Wollsocken, ich will jetzt nicht sagen, man schwitzt irrsinnig viel, aber man schwitzt schon. Wenn ihr Wanderstrecke benutzt, dann lasst noch genug Einschub drinnen, damit man es nicht, wenn man es rausfährt bis zum Anschlag, da wo dann Stopp steht, und das ist ja meinem Kollegen passiert, der ist im Schnee, hat den Stecker drinnen gehabt, hat sich nach vor bewegt und der Einschub ist gebrochen. Das mussten wir dann mit Pflaster und mit einer Schnur notbehelfen, damit es eben funktioniert wieder. Zumindest, dass er von oben her, von oben nach unten belasten kann, hat es gereicht. Wir sind jetzt in Kelek angekommen und gehen jetzt durch Kelek nach Dornbirn zum Bahnhof. Ich hoffe, euch hat das die Videos gefallen und danke, dass ihr uns auf den Reisen begleitet habt. Und es wird wieder solche Videos geben. Also wenn es euch gefallen hat, dann drückt auf Gefällt mir und abonniert meinen Channel. Wir werden noch kurz den Thomas fragen. Hallo. Thomas. Was sagst du, Resümee von der Wanderung? Es war sehr schön, ich bin auf meine Grenzen gestoßen, aber es war sehr schön und ich möchte es nicht missen. Danke. Und vielleicht zieht es uns ja nächstes Jahr wieder in die Berge, bei so Tagesausflügen. Werdet uns vielleicht wiedersehen und ansonsten seht uns in anderen Videos. Gut, dann wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Wie gesagt, danke fürs Schauen und bis zum nächsten Mal. Peace. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Papa.